So, dann guten Abend miteinander. Es ist 22:40 Uhr. Und ja, wer die Videos jetzt von gestern und heute früh angeschaut hat, war nicht wirklich Ratlosigkeit, aber eben zwiegespalten, die Märkte. Und so hat sich dann im Prinzip auch der DAX dann verhalten. Zu dem kommen wir gleich am Anfang. Hier war das neue Chartbild. Zuerst schalte ich eben um auf die JFD-Indikation. Da war eben heute früh genau diese Marke hier angelaufen worden. Und auf Xetra-Basis, wenn man das jetzt hier anschaut, wie gesagt, die Charts sind am Wochenende erstellt worden. Auch die Trendlinie ist erstmal so gewesen und die Marken hier alle ist also exakt hier hingelaufen. Da gab es kein Durchkommen. Und sofort fiel der jetzt hier auf 4-Stunden-Basis zurück und schloss dann hier mit der nächsten Kerze unter diesen Aufwärtstrend. Also solange jetzt hier der DAX nicht wirklich die 10.350, 360 wieder zurückerobert, ja, oder eigentlich deutlich wieder Aufwärtsmomentum erreicht, darf das jetzt hier seitwärts konsolidieren oder eben auch die unteren Kursziele oder Unterstützungen anlaufen. Ja. Sind eben zum einen hier die 10.130 zum Beispiel eine wichtige, aber auch hier die 10.220 Marke. Ja, wären hier so zwei Anlaufmarken, 100 und nochmal 100 Punkte tiefer. Das war heute schon sehr interessant. Genauso der Nasdaq hat heute Morgen direkt einen hier. Stimmt, der Nasdaq lief ja dann höher sogar noch. Nur der S&P, ich hatte gerade den S&P im Kopf, hat ja nicht über den anderen Hochs hier, ging er nicht hinaus. Also hier der Nasdaq 100 Index, heute früh mit einem Gap eröffnet gleich. Das hat er hier geschlossen, dann habe ich eine Nachricht rausgehauen, dass, ja, kann man dann auf dem Stream nachlesen, dass es erstmal sich so entwickelt hat, ja, wie gewünscht, aber die Bullen haben hier noch eine Chance eben zu kontern. Und die Chance hatten sie genützt. Ja, wenn man jetzt hier auch den Stundenchart anschaut, hielt der eben exakt am EMA 38 und dann mit der Kerze hier, Shooting Star um 17 Uhr, gab es dann Verkäufe, aber die wurden auch schon relativ bitter an der Weekly-Unterstützung bei 4.740 wieder aufgefangen. Also hier ist es so passiert, klar schwierig zu handeln. In den unteren Zeitebenen war sicherlich hier gerade nach der Kerze was zu holen. Wer aber dann eben auf weitere fallende Kurse spekuliert hat, kam jetzt mit plus minus null raus oder ist noch leicht hier im Plus oder beziehungsweise im Minus. Aber das, was eben am Wochenende, wir schauen gleich in die Indizes, ja, ein bisschen zwiegespalten. So war eben auch die Lage heute. Also definitiv kein mega bullish und auch kein mega bärisch. Hier der Chemical Index war eben ein Unentschieden. Von der Unterstützung darf das ruhig nach oben noch gehen. Kommt er hier nicht über die 522 etwa drüber, dann darf es hier nach unten abfallen. Der einzige, wo wirklich ja im Prinzip komplett falsch lag, war mit dem Öl- und Gas-Index, Sub-Index. Der hat hier eine schöne Reversal-Kerze hingelegt, aber im heutigen Handelsverlauf komplett. Ich denke mal, wenn man das nachher in der Sektor-Watch anschaut, ist er der Tagesverlierer. Und wo es hätte auch nicht drüber gehen sollen dürfen, aber da ist die Apple zu stark. Hätte hier bei US Computer Hardware, sollte es hier nach unten gehen. Die beiden anderen Haupt- oder großen Indizes, die Bankindex, Index sollte nach unten direkt gehen und hier der Biotechnologie erst nach oben. Da gab es keine Varianten und da nahmen eben auch die Indiz Subindizes direkt die Wege. Hier zwar ein Stück zu hoch,
Dafür hätte hier eben der Bankindex weiter oder stärker schon fallen dürfen hier gleich. Zack. Also mal schauen. Das Bild ist weiterhin nicht hundertprozentig klar. Jetzt schauen wir nochmal den Future bzw. die Indikation auf JFD an. 4-Stunden-Basis definitiv alles noch im Lot. Trend bestätigen Long. Schauen wir mal den Tag an. Die Kerze war ja im Gespräch, wenn die hier bestätigt wird, hier unter der 4715 Schlusskurs, dann dürfte das hier bestätigt sein. War noch nicht der Fall. Genauso wie hier bei Brent habe ich ja auch, wer das Video genau verfolgt hat, gesagt, schöne Umkehrkerze, die muss aber bestätigt werden mit der Folgekerze. Also das ist hier ein Tageschart. Wenn man hier sieht, ist sie natürlich jetzt nicht bestätigt worden. Hier ist auch kein Stopp und ja, nichts angegeben. Trotzdem war ich hier nicht auf dem richtigen Fuß. Allerdings ist es ja auch kein komplettes Szenario gewesen. Hier ist eben die Apple. Deswegen der Hardware-Index war eben auch eher geplant nach unten. Aber die Kursziele sind ja noch aktiv gewesen. Was wirklich auch exakt hin lief, ist jetzt hier die Deutsche Post. Im Hoch die 27,7, Schlusskurs darunter. Kein neues Kaufsignal somit aktiviert. Und da, wenn man hier wirklich sieht, zack, 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 jede Kerze über dem Low der Vorgängerkerze, dann dürfte hier jetzt der Stopp liegen, beziehungsweise wenn man hier wirklich das 1R mitgenommen hat, dann ist man hier ja schon draußen. Die neueren oder die neuen Setups sind hier die Rocket Internet, ist direkt am EMA 50 abgeprallt, bleibt aber trotzdem noch so wie eingezeichnet und eine Gary Weber kam noch nicht an die Beitrigger-Marke heran. Gold und Silber läuft noch wie gewünscht. Wie geschrieben, Silber auf die eine Position eng absichern. Und sonst gibt es da im Moment nichts zu sagen. Alles andere stand dann im Text. Und der Euro, britische Pfund, ja, ist ja der Stopp deutlich im Gewinn. Endlich bewegt sich der ein Stück aufwärts. Das gefällt mir. Wie gesagt, die anderen sind eigentlich jetzt passé. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.